Ja, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shadow of Mordor. Und wir sollen hier irgendeine Legende formen. Shift, um zu schleichen. Halte Leertaste gedrückt, um während des Schleichens schneller zu laufen. Ah, wir sollen jetzt hier... Ich habe gesehen, wie der Hauptmann sich beim Anblick von ein paar Krähbeinen die Lippen leckte. Also muss ich... So, wir sollen jetzt hier, Leichttötung durchführen. Ohne entdeckt zu werden wahrscheinlich. Danke, Waldläufer. Noch einer. Fähigkeitspunkte halten. Warte mal, Eingabe war das doch, ne? Nehmen wir mal den hier. So. Zack, 5 von 10. Sieht hier jemand den Gefangenen rennen? Zeit für die Jagd. Hier wäre jetzt wahrscheinlich auch irgendwie anders gegangen, nehme ich an. Hoch hier. Jetzt, so geht das. Nice, Alter. BG. Danke, Waldläufer. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Dreht er sich nochmal um? Er dreht sich nicht nochmal um, aber es ist auch egal, weil wir haben es geschafft. Sehr schön. Diese Nebenmission ab, um am Miran zu... Ah, damit kriegen wir Miran. So. Ihr solltet euch von mir fernhalten. Was ist mit dir? Habt ihr das gehört? Nichts getötet, das ist alles. So. Unser Hauptziel muss irgendwo da hinten liegen. Junge, 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 hier sind aber viele. Hier ist aber einiges los, Alter. Die kämpfen jetzt gegeneinander raus. Ja, lass die mal machen. Auftrag starten. Der Sklaventreiber. Sklaventreiber der Uruks hält einen Gefangenen, der Informationen über die schwarzen Hauptmänner besitzt. Eliminiere den Sklaventreiber, befreie die Gefangenen und finde heraus, was er weiß. Machen wir! Nun, das sieht nicht gut aus. Verstehst du nicht? Der Gefangene hat für Ablenkung gesorgt. Warum folgst du den Uruk mit deinem menschlichen Auge? Ich sehe mehr als jeder Sterbliche. Am Leiden. Er sollte ihm zumindest die Weichteile langsam herausziehen, damit... LOL. Töte den Hauptmann der Orks. Schlag der Schlange den Kopf ab und der Rest ihres Körpers verkümmert. Schützen. Ich muss ihre wachenden Augen schließen. Ihr Schützen sollen wir ausschalten. Und der Häuptling hat es mit roher Gewalt an die Spitze geschafft. Zwei sind schon mal tot. Oh, Kacke. Jemand muss dir
artefakte ausgraben. Der dunkle Herrscher will sein Eigentum. Du Made! Eine Schande, dass ich dich töten muss. Du wärst ein guter Sklave. Mimi, jetzt bitte nicht. Problem ist jetzt natürlich, wir haben nicht die. Oi, nice, Junge. Unbester Blick. Lass nicht locker! Das mit der Zeitlupe finde ich übel geil, dass der manchmal so eine Zeitlupe bekommt, das ist übel cool. Alter, ey, das macht übel Spaß, Mann. Also ich weiß nicht, in Assassin's Creed hat das nicht so viel Spaß gemacht. Einfach durchschnitzen, ja. Jetzt könnte ich ihn, glaube ich, festhalten. Jetzt ist er grün. Was zum... Ah, Kacke, Alter, ich wollte nur verhören. Ich konnte die Hinrichtung halt eben hier gerade nicht abschließen. Nein! Oh Mann! Ich wollte den nicht umbringen gleich. Hauptmänner lassen Runen fallen, um deinen Waffenbonus zu verleihen. Du kannst deine Waffe mit Runen ausrüsten. Wähle eine Waffe mit 1, 2 aus. Okay. Okay. Schleichtötungen, Bodenhinrichtung fügen Hauptmännern und Häuptling Bonusschaden zu. Boshafte Stimmen. Stellt Fokus und Gesundheit vollständig wieder her. Okay. Immun gegen Gift. Wir nehmen trotzdem den hier. Das ist für Dolch, oder was? Hier haben wir noch eine Rune. Erhöht den Schaden bei Kopftreffern. Sind das die Bogenrune? Ja. Reduziert Fokusverbrauch um 50. Okay. Schwert. Chance 20%, das kritische Treffen mit einem Schwert Gegner anzünden. Die Flammen der Klinge orange brennen. Orkschlechter. Kampf, Todesstöße fügen Hauptmänner Bonusschaden zu. Gewährt Zugriff auf legendäre Waffenfähigkeit von Urfalls Sturm. Anmut der Elben. Chance von 50 gegnerischen Nahkampfschaden um 50% zu reduzieren. Erhalte zusätzliche letzte Chancen, ziehe erneut in den Kampf gegen die Uruks. Okay. Erhöht den Nahkampfschaden bei mittleren Trefferserienwerten 15 bis 29 um 16%. Das hier. Abbrechen. Menü verlassen. Eine Fliege hier drin, ne? Du bist also vor 10 Jahren nicht gestorben. Du bist wohl kaum hier, um mich für Hochverrat zu verhaften. Hauptmann, wir sind die letzten Überbleibsel der Garnison, Hirgon. Warum bist du dann hier? Ich suche einen Sklaven, der die schwarze Hand Saurons bekämpft hat. Du meinst wohl vor ihm davongerannt. Du kennst diesen Mann? Oh ja. Du stehst vor ihm. Wo sind die Diener des dunklen Herrschers? Weißt du es überhaupt?
Vielleicht. Wir haben keine Zeit für Geheimnisse. Ich sitze seit Wochen hier fest. Ruhig, Blut. Komm mit mir in unser Lager. Und ich frage meine Späher. Ich werde da sein. Gollum. Es ist bloß ein Ork. Nein. Es ist jemand, der gesehen werden will. Wir sollten vorsichtig sein. After abgeschlossen. 600 EP. Fotomodus braucht keiner. Fähigkeitspunkte erhalten. Was? Der Abgestoßenen von Udon. Nachfahren von geflohenen Gefangenen Gondors. Ihre Vorfahren wurden vor Jahrhunderten dazu verdammt, die Türme der Zehn auf dem Schwarzen Tor zu errichten. Durch ihre Flucht nach Udon konnten sie sich ein neues Leben aufbauen. Auch wenn das Land unwirklich und unbarmherzig war, waren sie doch frei. Doch nun sind Sauron und seine Uruks nach Mordor zurückgekehrt und jegliche Freiheit im Land der Schatten ist verloren. Okay? Zurück. Ja, was ist denn hier? Jawohl, so. Wir haben einen Fähigkeitspunkt. Erhöhter Gesundheitswert. Erhöht den maximalen Elmgeschosse um 2. Das können wir... Ach, scheiße. Okay, erhöhter Gesundheitswert ist, glaube ich, schon mal nicht verkehrt. Wir können hier wieder 1 kaufen. Gekonterter Gegner stolpern. Okay, okay, okay. Okay. Waffen und Runen. Ich konnte doch hier gerade so eine Rune verkaufen, oder? Warte mal. Ja. Ah ja. Anscheinend nicht. Ich mich wohl verguckt. Hätten dieser Grauks herab, hätten wir eine feine Sicht über das gesamte Schlachtfeld. Stellt euch nur vor, wie viele Feinde ein Schütze von dort oben erlegen könnte. Um dir Saurums Armee anzusehen, genau. Das ist es nicht. Hier. Okay, der ist tot. Hauptmänner getötet werden, entstehen freie Positionen in Saurons Armee. Nach einiger Zeit können neue Hauptmänner diese Position besetzen. Ach, das ist ja übel weit weg, Alter. Okay. Was ist das hier? Du hast die Aufmerksamkeit einer geheimnisvollen Kreatur erregt. Ach ja, genau. Das werden wir jetzt wie... Das machen wir jetzt. Da hinten. Der Grabwandler wollte mich verbrennen. Suche sie und finde heraus, was sie über dich weiß. Machen wir. Was glaubst du, wer sich dort in den Schatten verbirgt? Irgendeine große Macht hat ihn für sich eingenommen. Das spüre. Das spürt er. Ob er uns Antworten liefern kann? Für uns beide. Dann sollten wir ihn finden. Das sollte nicht sonderlich schwer sein. Wieso, warum? Diese Spuren scheinen weder Mensch noch Biest zu gehören. Umso mehr Grund, ihnen zu folgen. Verhören. So geht das.
Nice. Anfällig für Kampftodesstöße, Schleichtodesstöße. Schneller Läufer, das habe ich gesehen, Mann. Oh. Nicht einmal Ausgestoßene verdienen solch ein Schicksal. Der Mensch scheint ein ums andere Mal in Gefangenschaft zu enden. Das ist halt geil, Mann. Du siehst scheint die... Scheint, dieses Geschöpf ist im Klettern geübt. Gebub-Sklaven sind ihm schließlich doch entkommen. Ich hätte sie schon ab dem ersten Ver... Da hinten sind wieder Sklaven, die ich beschreiben kann. Ich spüre, es weiß mehr von mir, als ich von mir selbst weiß. Wie soll solch ein Wesen etwas von Geistern wissen? Es besteht eine Verbindung zwischen uns. Ich fühle es. Wenn das so weitergeht, wird es bald keine freien Menschen mehr im Norden geben. Schleicht da jemand umher? Zack! Dort! Über uns! Ich bin da. Zack. Komm raus. Hier, wir veranstalten eine schöne Kleiderei. Jagd ihn. Da bin ich. Hallöchen. Lebt jetzt halt eben noch das. Man muss diese scheiß Tötung halt auch wirklich komplett durchziehen, sonst wird das hier nichts. Zögere nicht. Renn um dein Leben. Ich danke dir. Jawohl, jetzt haben wir die Sklaven alle befreit. Können wir jetzt die Spur wieder aufnehmen hier? Deine Kreatur wandelt auf gefährlichen Pfaden. Die Spuren des Geschöpfs führen in die Höhle eines Karagor. Oh Gott. Dort! Es läuft davon! Amulett. Das ist doch der komische Elbenhammer. Was für ein Zauber ist das? Ein verlorenes Erbstück, Talion. Du erinnerst dich? An einige vereinzelte Bilder, ja. Nur wünschte ich, ich hätte sie vergessen. Deine Familie war... Es ist dieser Schmerz. Oh shit! Ein Schattenläufer! Es läuft davon! Ich sehe ganz viele rote Pfeile, das ist nicht gut. Urukjäger, sie scheinen die Karagor bis hier verfolgt zu haben.
Problem ist, hier ist so ein Scheißvieh, Alter. Ich muss hier weg. Lass mich in Frieden, Mann. Verpiss dich! Nein, Mann! Scheiße. Wiederholen. Ach du Kacke, Alter, ey. Diese scheiß komischen Uro-Kämpfer. Okay, das machen wir jetzt noch. Uro-Jäger, sie scheinen die Karagor bis hier verfolgt zu haben. Mann, alle, jetzt gehen wir doch mal hier nicht auf den Sack. Ich hab doch Leertaste gedrückt, Mann. Deine feige kleine Kreatur lauert irgendwo hier in den Schatten. Uiuiui. So, Freunde, das machen wir aber nächste Folge. Das war jetzt ganz schön spannend. Bis dahin, bleibt da gesund, macht das gut. Ciao, tschüss, euer Himmel.